dass die Kinder wieder runterkommen. Dem Kardinal so nahe zu sein, von ihm gesegnet zu werden. Für die 8 Jahre alte Lucia ist es ein ganz besonderer, ein einmaliger Moment. Dass der uns gesegnet hat, dass er uns auch berührt hat, das fand ich sehr schön. Das Korbiniansfest in Freising. Einmal im Jahr feiert das Bistum seinen ersten Bischof, den heiligen Korbinian. Es ist einfach wichtig, dass wir uns immer wieder unserer Herkunft vergewissern. Und das ist eben hier der Domberg in Freising, Korbinian, das 8. Jahrhundert. Korbinian, sozusagen einer der ersten echten Europäer. Der Missionar hat in vielen Ländern gewirkt. Und so ist der Markt im Dominnenhof natürlich international. Partnergemeinden aus Italien, Slowenien und Österreich kommen hierher. Wir waren ja bis 1803 im Besitz des Bistums Freising und freuen uns, wenn wir in Freising eben die Freunde wieder treffen, die wir schon deren viele haben sozusagen. Korbinian, ein starkes Bindeglied zwischen den Völkern. Ein Heiliger, auf den das Bistum stolz ist. Korbinian ist halt unser Bistumspatron und wenn da was ist am Domberg, komm ich rauf. Ist eigentlich immer schön, da lernt man immer neue Leute kennen. Für mich ist es was Besonderes, dass ein Heiliger bei uns sehr, sehr gefeiert wird. Warum das so ist, lernt Lucia bei der Domberg-Rallye. Natürlich geht es dabei auch um den berühmten Bären an der Seite des Heiligen. Wir wissen jetzt bei den wenigsten Heiligen, wie sie aussahen. Und dafür gibt es Attribute. Und deswegen ist dieser Bär wegen des Bärenwunders nicht nur das Attribut vom Korbinian, sondern unter anderem auch das Wappentier der Stadt Freising. Denn Korbinian soll einst einen Bären nur mit Worten gezähmt haben. Der musste halt zum Papst und dann hat ein Bär das Pferd aufgefressen, hat dann mit ihm geredet und dann hat der Bär Verstand gehabt und hat das Gepäck getragen von denen. Der große Festgottesdienst am Samstagmorgen, eine Woche nach den Anschlägen von Paris. In dieser heiligen Messe wird deshalb auch besonders der Opfer gedacht. Kardinal Reinhard Marx hat selbst in Frankreich studiert. Für ihn ist die Einheit der Christen in diesen schweren Tagen besonders wichtig. Wir sind verbunden im Gebet, aber auch in der Solidarität der beiden Völker. Und dafür stehen ja auch diese Verbindungen zwischen den Bistümern. Der Korbinian kommt nun aus Frankreich, er ist unser Patron. Die Kirche ist ein Fundament für die Einheit Europas und das sollten wir zum Ausdruck bringen. Der heilige Korbinian als Vorbild für Völkerverständigung und ein offenes Europa. Lucia und alle Gottesdienstbesucher haben ein deutliches Zeichen für den Frieden gesetzt.